Zentimeter für Zentimeter wird der Stahlkoloss in die Luft gehoben. 105 Meter Länge und 130 Tonnen Gewicht bringt der Lichtringträger mit sich, der heute über der Nordtribüne eingesetzt werden soll. Ein physikalischer Kraftakt, auch für die beiden eigens dafür georderten Schwerlastkräne. Kräftezehrend aber auch für den Leiter des Großprojekts. Weil der Träger muss ja eine ganz gewisse Lage haben. Der muss gesichert werden, dass der Träger während des Hochziehens nicht verkippt. Der muss absolut gleichmäßig auf den Auflagern aufgelegt werden, damit die Belastung auf dem Einzelpunkt nicht zu groß wird. Das ist ein ganz normaler Prozess. Es geht nicht im Bauen so schnell. Man zieht einfach hoch und es ist fertig. Genau genommen dauert der gesamte Vorgang 35 Minuten. Dann liegt der Träger korrekt auf den Auflagern und die Verschraubarbeiten können beginnen. Spatenstich für die Umbauarbeiten war im Oktober 2021. Nach dem Abriss der alten Gebäude und Tribünen begannen die Rohbauarbeiten, die mit dem Richtfest im kommenden April beendet sein sollen. Anders als das Rudolf-Harbig-Stadion soll diese Anlage nicht nur für Fußball genutzt werden. Dieses Stadion ist als Leichtathletikstadion konzipiert, als Multifunktionsgebäude, wo eben auch Fechter, Squashbahnen drin sind. Dann haben wir noch Radsport und es werden auch gewisse Bereiche der Uniklinik, die für die Leistungsdiagnostik sind, hier dann angesiedelt. Sport, Spaß und Forschung, alles in modernsten Ambiente und die 15.000 Besucherplätze ermöglichen auch internationale Meisterschaften. Ein Schmuckstück für Dresden, aber auch ein teures. Wir sind derzeit im Planungsrahmen von 47 Millionen Euro. Die Finanzierung wird von zwei Institutionen quasi sichergestellt. Das eine ist die Landeshauptstadt Dresden. Mit dem Stadtrat, der die Gelder bewilligt hat. Und dann haben wir aber auch dankenswerterweise Fördergelder vom Freistaat Sachsen erhalten, um zurzeit diese 47 Millionen Euro abbilden zu können. Noch braucht es etwas Fantasie, um sich das fertige Stadion vorzustellen. Der Einweihungstermin im September wird nicht gehalten werden können. Doch auf jeden Fall soll es im Herbst soweit sein.